Und mit diesem tollen Intro willkommen zu Vagrant Story. Yay! Ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Juhu, wir haben auch schon ewig gewartet, bestimmt. Na, kleiner Spaß. Auf jeden Fall fangen wir gleich mal an mit einem neuen Spiel. Falsche Taste. Ups. Und nicht wundern, es ist ein PlayStation 1 Titel, das heißt, die Grafik ist jetzt nicht berauschend. Aber es ist trotzdem ein tolles Spiel. Auch das habe ich damals gesucht. Ja, das sage ich zu vielen Spielen. Ich glaube, ich hatte zu viel Zeit damals. Aber okay, genießen wir jetzt das Intro. Greylands, Fürst Badorbars Anwesen. 2.32 Uhr morgens. Und es brennt ein bisschen. Ich warne euch vor, Sprachausgabe wird es nicht geben. Ich denke, ich werde das Zeug aber auch nicht vorlesen. Lesen könnt ihr, glaube ich, selber. Ich finde das aber episch gemacht bei diesen Sprechblasen. Noch eine Eigenheit, die sehr toll war. Der war ja nicht so nett. Wie war das noch? Hilfe? Ah. Das ist das Kampfsystem. Man hat diese Kugel. Das ist seine Reichweite. Und hier kann man sich dann Körperteile aussuchen.
nachdem worauf man haut, auf dem rechten Arm, da hat er die Waffe. Das heißt, die nächsten Schläge machen weniger Schaden. Kopf ist wohl sehr verwundlich. Keine Ahnung. Beine ist halt langsamer und so weiter. Ihr könnt es euch denken, denke ich mal. Das ist außer Reichweite, das meinte ich. Mist, kommt der andere. Auf den Kopf. Da seht ihr. Der ist schon mal weg. Wo ist der andere? Auch den am Kopf. Ah. Mist. Auch der ist tot. Und so läuft das Kampfsystem ab. Ich fand das damals richtig gut. Ja, mal so in Sydney. Thank you.
So scheint es aber nicht tot zu kriegen. Wie man sieht. Kommt da echt ein Drache? Ein ziemlich aufgespießter Drache. Okay, wir sollen gegen den Karten kämpfen. Flammenhauch, oh je. Hilfe! Autsch. Ich habe seinen Nacken vielleicht. Oh, schon etwas besser. Und meines. Oh, er ist besiegt. Okay, und Tote und Drachen. Aber es ist ja Bescheid, was auf euch zukommt. Ein episches Spiel. Ja, Le Monde. Le Monde. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und das war das Intro. Na gut, ich lese das auch mal vor. Der Körper ist nichts weiter als das Gefäß der Seele. Die Seele ist der Tyrann und der Körper die Marionette. Aber dem Körper ist das ewige Leben nicht gewährt. Um also nicht im Staub zu zerfallen, muss er sich eines anderen Fleisches bedienen. Aus diesem Grund betrügt, erniedrigt und tötet die Seele. A.J. Dorei.
Wenn man es ist. Ich kann es aber ausblenden. Danke. Okay. Fackelt jetzt die ganzen Leute ab, nur weil die den Würfeln gesehen haben. Also den Drachen. Okay. Sogar seine eigene Frau. Ein sympathischer Mann. Ja, diese Riskbreaker sind wir. Ashley. Obwohl der Name ziemlich dumm ist, aber egal. Kleine Junge. Hm, 11:42 Uhr morgens. Le Monde, eine 2000 Jahre alte Stadt. Viele Kriege und Kämpfe wurden schon wegen ihr ausgetragen. Ihre Stadtmauern sind massiv und stark, gewillt, den Weg eines jeden Eindringlings zu blockieren. Im Sonnenlicht erscheint das Schloss in 7 Farben und es ist das prachtvollste Schloss auf Erden. Okay. Kriegen wir ein bisschen was erzählt. Die große Kathedrale im Zentrum der Stadt ist sowohl ihr Symbol als auch die Heiligstätte. Der frommen Anhänger der Yorks. Sekte. Okay. In ihrer Blütezeit bewohnten ca. 5000 Seelen diese Stadt. Bei dem großen Erdbeben vor 25 Jahren versank die Stadt mit ihrer Geschichte bis in alle Ewigkeit. Warum? Man hätte doch einfach wieder reingehen können.
Die Mellencamp, okay. Den Berichten eines Augenzeugen zufolge ist unser Kamerad, Agent Lionette, kurz vor Mittag nach LeMond aufgebrochen. Der Augenzeugenbericht weist zwar gewisse Unklarheiten auf, da dies jedoch der einzige Anhaltspunkt ist, gehen wir davon aus, dass Agent Lionette diesen Weg benutzt hat, um in das Innere von LeMond zu gelangen. Okay. Charisma. Ja. Das kommt überraschend. Die zwei Männer aus unserem Aufklärungstrupp wurden beide in der Nähe des einzigen Eingangs nach LeMond tot aufgefunden. Ein Soldat des Heiligen Ritterordens, später des Grals, wurde ebenfalls in der Nähe des Eingangs tot aufgefunden. Okay. Den Stichwunden nach zu urteilen, wurden die ersten drei Männer ermordet, wobei der Soldat sich vermutlich selbst das Leben nahm. Zurzeit werden die Leichen in einer unserer Untersuchungslaboratorien eine Autopsie unterzogen.
Auszug aus Kapitel 3, Absatz 14 des Untersuchungsberichtes über den Vorfall in Greyland. Okay. Wir sind jetzt im Kellerchen. Oh, Jahrgangswein, lecker. Nein, das wollen wir doch alle nicht. Da kommen ja tolle Geräusche her. Da muss ich unbedingt hin. So. Wir sind jetzt im Keller. Und unten seht ihr dann die Karte. Da sieht man dann die Räume. Links unten ist unsere Figur. Da sieht man dann, wie es hier geht. Und oben natürlich HP und MP. Das war es soweit zur Erklärung. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, denn hier ist erstmal Schluss. Ist schon viel zu lange. Nächste Folge wird dann nicht ganz so lange sein. Aber wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.